Und so sieht's aus. Wir werden jetzt in die Pick- und Bannphase gehen. Und da sind wir am Start. Wir sehen natürlich auch die Bannrate. Ryze hat eine sehr hohe, genauso wie Lulu Gangplank. Also das ist in Europa ja ähnlich, wie wir gestern gesehen hatten. Interessant ist jetzt der Lee Sin-Ban gegen Flawless. Will man den Neuzugang sicherlich verunsichern. Der Lux-Ban gegen Fly. Definitiv etwas, was notwendig ist, nachdem wir schon Fly mit Lux haben spielen sehen. Da war er extrem stark. Da hat er da Mickey vermöbelt von Africa Freaks mit seiner Lux und insofern hier fast schon der Pflichtbahn. Auch Miss Fortune sehen wir häufiger gebannt. Ja, wer sich wundert, warum das gestern in Europa nicht der Fall war, wir spielen ja noch auf dem 5.24er Patch, also nicht auf dem der aktuellen Live-Server. Ja, trotzdem natürlich Gangplank auch hier quasi Pflichtbahn. Ryze und Lulu wäre noch offen. So wie Fiora wird sich zeigen. Ja, Lulu, Ryze haben aber auch eine 100%ige Pick-and-Bun-Rate, ebenso wie Gangplank. Also wenn nicht gebannt, dann werden sie gepickt. Und da sehen wir auch Ryze wieder mit ein paar Prozentpünktlein mehr von der Bannrate her. Und Spenno macht quasi fast das Offensichtlichste direkt an die Lulu. Alistar Rek'Sai extrem beliebt, wir sehen es halt gerade. Aber auch Kalista haben wir schon häufiger gesehen auf der Botlane, gerade in Kombination beispielsweise mit Thresh. Eine der stärksten Botlanes überhaupt. Ja, genauso wie Lissandra im Übrigen. Auch sehr beliebt ist zurzeit mit ihrem Lockdown. Generell viele Möglichkeiten mitbringt im Jungle. Interessant, Kindred ist offen, man entscheidet sich trotzdem für Elise auf Seiten von Flawless. Katie Rosa ist die Frage, wie sie da jetzt fortfahren werden. Ob man beispielsweise, das ist auch die Frage, ob man Kindred nimmt. Kindred bringt verhältnismäßig wenig CC mit, wenn du es vor allem in der Elise vergleichst mit ihrem Kokon, ist sie da oben auf. Das hängt ja immer davon ab, wie der Spielstil auch ist, so stark Kindred auch ist, gar keine Frage. Ich glaube, Shaco würden eine ganze Menge Menschen hier feiern. Ah, Kindred, da ist er. Und tatsächlich auch Thresh. Also kennst du Thresh? Das war fast schon zu erwarten. Spenno interessanterweise ja auch eben nicht irgendwie die Botlane gepickt gehabt. Das wäre eine Möglichkeit, sieht man häufiger mal, wenn man eben zweiter Pick ist und zwei Picks auf einmal hat, dass man dann beispielsweise die Botlane direkt komplettiert. Dagegen hat man sich entschieden. Und jetzt bin ich gespannt, wie man kontern wird. Quinn wäre durchaus noch eine Möglichkeit für die Top-Lane. Dann würde Lissandra in der Midlane gespielt. Würde aber in dieser aktuellen Kombination dafür sorgen, dass einem so ein bisschen die tankige Komponente fehlt. Mundo ja theoretisch auch noch offen. Den haben wir erst einmal gesehen, erst einmal gepickt. Da hatte er das Spiel allerdings verloren, was nicht unbedingt an Mundo lag. Mundo war unsterblich, aber man hat einfach um ihn herum gespielt und von daher hatte er nicht den riesen Einfluss. Wenn dann auch eher im Jungle gesehen, und da ist in dem Fall schon Elise gepickt worden. Jetzt Lucian Trundle wäre auch eine starke Botlane. Generell Trundle momentan ein sehr begehrter Support-Pick. Jetzt auch wieder genommen. Lucian mit dazu, einen spelllastigen AD Carry. Und entsprechend hält man sich quasi den Mid-Pick offen. Das würde ich jetzt eine weniger gute Idee finden. Allerdings würde ich Someday durchaus zutrauen. Fiora ist im Early deutlich schwächer als Lissandra. Lissandra ist stärker auf der Lane, auf den ersten Leveln definitiv. Ist ranged, kann immer wieder poken. Kommt Fiora angedasht, dann gibt es das W. Sprich, es gibt dann nicht den Cooldown, die Cooldown-Reduction fürs Q, wenn du halt nicht triffst, wenn du nicht rankommst. Dann kriegst du nochmal ein Q von Lissandra ins Gesicht. Ulti, ich meine, klar, ne, kann man sagen, ja, du kannst ja die Ulti von ihr parieren, aber Lissandra sollte in der Regel nicht so dumm sein, die Ulti dann auf Fiora zu setzen in der Lane, sondern eben auf sich selber. Und später ist es nicht Lissandras Job, sich um Fiora zu kümmern, sondern erfolgt der Lockdown hier in dem Fall auf Victor und Kalista. Was wir festhalten können, Kate Rutzer lockt Fiora trotzdem ein. Fiora wird im Late Game stärker sein, weil Fiora auch sehr gut mit Items skaliert und extrem stark in den Split Pushes sein. Interessant im Übrigen, jetzt noch nicht drauf eingegangen, wir sehen Quinn auf der Midlane von Spenno eingeloggt.
grundsätzlich beide Teams mit sehr viel Schadenspotenzial, besonders allerdings auf Seiten von KTR Allstars. Also da hat man die Kindred mit dabei, da hat man auf der Toplane Fiora, man hat den Viktor, man hat die Kalister, also unglaublich viel Schaden, wie man hier gerade sehen kann. Verhält sich ähnlich wie bei Spenno. Also Quinn Midlane von Sassin. Da bin ich gespannt, wie das aufgehen wird. Gerade auf den ersten Level hast du es als AD Carry allerdings etwas einfacher als ein klassischer Midlaner. Einfach weil deine Auto-Attacks sehr stark sind. Nur auf den ersten Level hast du eh noch nicht so viel Mana, nicht so viele Spells, nicht so viele Items. Also, was ist besonders stark? Vor allem im Poke auf der Lane. Jawohl, Auto-Attacks. Wer hat starke Auto-Attacks und Grundwerte? Ja, AD Carries haben das. Denn am Anfang musst du sowieso nur die Vasallen lasten. So gesehen also, interessante Konstellation. Hängt so ein Stück weit davon ab, wer es besser spielt. Mir gefällt auch die Variante von Spenno. Man hat den Lockdown mit Lissandra eben noch mit drin, um dagegen zu agieren. Könnte aber an Tankiness fehlen. Wir schauen einfach mal rein. Ist das schön, oder? Wobei die Koreaner auch noch ein bisschen müde scheinen. Zumindest die Fangesänge sind etwas leiser als sonst. Aber diese Animation, da habe ich drauf gewartet. Jetzt offensichtlich wieder gefixt. Gestern ja mit kleinen Leckproblemen zu kämpfen. Geht es jetzt voran, Katie Roadster gegen Spenno, meine Damen und Herren. Da sind wir. Weiter also mit Korea. Katie Roadster hat bereits einen Sieg im Rücken. Ja, da scheint man vielleicht auch noch mal ein bisschen müde. Wobei wir in Korea 17 Uhr haben, also eher den Nachmittag, aber ich meine, man kennt das, ne? Vielleicht hat man gerade Mittag gegessen oder so, vielleicht gab's gerade Kaffee und Kuchen, dann ist man ein bisschen träger, je nachdem, ja, wer weiß, wie lange die wach geblieben sind. Ich meine, Pro-Gamer haben ja sowieso nochmal einen ganz anderen Tagesrhythmus, auch der Scrims bedingt. Und generell, es ist die erste Quinn, die wir sehen in Korea, generell die erste Quinn überhaupt. Ja, generell auf diesem Patch extrem stark durchaus, ja, im Duell. Und vor allem das Roman. Ja, da kommt Quintaxi mit Vella angedüst und da kannst du relativ wenig machen. Also vom Roaming her, daher auch oft auf der Toplane eingesetzt, aber eben, wie wir sehen, auch auf der Midlane etwas zentraler von der Position her. Ja, und wie schon gesagt, also als AD Carry hast du es auf den ersten Level eben einfacher, ne? Denn wir sehen, du musst halt einfach nur Auto-Attacks, 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 das ist es. Hat hier sich auch für den verdammten Trank entschieden, für mehr Sustain auf der Lane, um eben den Fly da zu out-sustain. Er selber hat sich interessanterweise für das Cleanse entschieden, liegt sicherlich an der Bedrohung durch Lissandra. Von daher erwarte ich auch von Hachani früh ein Mikaels, beziehungsweise eine QSS auf Arrow, je nachdem. Wäre durchaus wichtig. So, haben wir erst einen Pillar. Generell Trundle auf der Lane selbst nicht ganz so stark wie manche andere Supporter. Also da bringt Thresh ein deutlich besseres Kit sicherlich mit. Aber er selber bringt auch eine ganze Menge, ja, Überlebensfähigkeit mit. Einfach dadurch, dass er ja bei getöteten Einheiten wieder Leben hinzubekommt. Ja, und die Pillar selber auch nochmal starker Knock-up. Der Slow mit drin. Jetzt sehen wir schon den ersten Gank von Score. Gut gedodged hier drüben von Secret. Lässt sich da nicht erwischen. Wie gesagt, Hachani vorher der Coach von Africa Freaks, beziehungsweise, wenn man genau sein will, Rebels Anarchy, weil zu dem Zeitpunkt hießen die noch so, haben sich ja jetzt in diesem Split erst umbenannt. Wupp. Und das war die Krabbe. Auch Flawless lässt sich jetzt auf der Botlane blicken. Es ist noch kein Ward da unten in den Busch gesetzt worden. Jetzt kommt der Gank. Flawless ist da quasi bereit zu kontern. Sollte es hier zum Kampf kommen, wäre man in der 3 gegen 3 Situation. Das möchte man offensichtlich nicht. Was festzustellen ist, mit Kalister erstmal farmtechnisch ein bisschen besser dargestellt. Aber ich habe es schon gesagt, auf der Top-Lane ist es so, dass du eben mit Lissandra zu Beginn etwas stärker bist, als es die Fiora ist. Man sieht es, der Level-Vorteil ist da, man schaut sich Lebenspunktleister an, man schaut sich, naja, ein Stück weit auch den Farm an. Es sind halt zwei Vasallen-Lanes reingepusht, deswegen konnte Sunday gerade noch ein bisschen was
abgreifen, hat aber auch schon alle Aufladungen seines verderbten Tranks verbraucht. Das ist überhaupt witzigerweise jetzt ein Lane-Matchup, was wir schon häufiger in Korea gesehen haben. Und schon häufiger wurde eben diese Fiora in die Lissandra gepickt. Später wird die Fiora zweifelsohne stärker sein. Am Anfang hast du Probleme. Deswegen sind Ganks auch sehr wichtig, durchaus möglichen starken Gang mit der Kindred zu setzen. Vor allem sollte Lissandra da reinpushen. Aber jetzt geht's auf der Botlane erstmal wieder zu Rande. Wieder der nächste Trade. Und der Hook trifft. Sofort geht's in der Flash raus aus bei Nuclear. Stürzt sich sofort auf Arrow. Hat hier das Entzünden abbekommen von Hachani. Und Nuclear selber auch nochmal den Heal rausgeballert. In der Midlane selber noch sehr ausgeglichen das Ganze, also Assassin spielt dann nicht allzu aggressiv etwa gegen Fly, sondern lässt das Ganze hier auf sich beruhen. Ja, natürlich könnte man sehr aggressiv daran gehen. Ein Faker beispielsweise bringt unglaublich viele Autotags immer wieder raus. Und auch ihn haben wir schon auf dem AD Carry gesehen entsprechend, auf einem Corki. 10 Farm aktuell vorne, wie gesagt, die Lane pusht eben noch rein in der Mitte. Nichtsdestotrotz, der Levelvorteil ist halt da. Interessant ist, Hachani roamt gerade zusammen mit Score auf die Top-Lane. Es ist halt die Sache, wenn du da mit Lissandra so aggressiv verfährst. Und es ist eben auch notwendig, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Also von daher wiederhole ich mich. Noch kein Level 6 erreicht. Das heißt, noch wäre die Ult jetzt das Level 6. Also weniger gut der Zeitpunkt. Saw bekommt das auch mit. Und reagiert entsprechend. Von daher eher weniger möglich, ihn da irgendwie zu bekommen. Denn er kann mit der Kralle raus, mit Lissandra. Im Zweifel zwar noch jemanden ulten, sich selber ulten, festfrieren. Also Lissandra ist an sich sehr, sehr sicher, hat Mobilität, hat unglaublich viel Utility am Start. Und jetzt Arrow gegen Nuclear und Secret. Gleichzeitig Flawless drüben. Kann man ihn noch erwischen? Nein, kann man nicht. Aber zumindest den Trade hatte man erstmal für sich entschieden. Eine wichtige Frage im Chat. Wieso sind im Cleanfeed immer Stimmen? Kriegt man keine vernünftige Übertragung hin? Naja, überleg doch mal. Ja, an sich schon, aber sonst kriegst du die Reaktion des Publikums nicht. Assassin! Erwischt First Platz! Flash raus, aber mit Score ist zu viel Schaden da. Und damit war es die Queen. Gleichzeitig jetzt nochmal der Hook auf Secret. Also schon ein sehr hektisches Spiel direkt zu Beginn. Saw muss raus, verliert hier das Duell gegen Someday. Um nochmal drauf zurückzukommen. Naja, es steht halt ein Mikrofon im Publikum, um entsprechend Publikumsreaktionen mitzumachen, um die Atmosphäre mitzubekommen. Ja, das wollen die Leute ja auch. Wenn ein Raun durchs Publikum geht, wenn Fangesänge angestimmt werden, dann wollen die Leute das mitbekommen. So, und was wird in der Halle übertragen, wo die Fans sitzen? Was hören die? Alles klar, die Kommentatoren vor Ort. Diese Logik. Halte ich aber in dem Fall ein bisschen für weniger schlimm, also insofern. Ja, hört ja meine Stimme deutlich lauter. Stellt euch einfach vor, ihr würdet in einem koreanischen Café sitzen und das Spiel gucken. Also, wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, eben First Blood auf Seiten von Katie Rosser, die hier sicherlich auch als Favorit ins Rennen gegangen sind. Bisher konnte Saw sich nicht ganz so sehr durchsetzen auf der Top Lane. Da haben wir durchaus krassere Dominanzen gesehen. Liegt aber auch eben daran sicherlich, dass Someday einer der besten Toplaner der Welt ist. Auch einer und damit logischerweise einer der stärksten in Korea.
Midlane hatten wir eben das First Blood, damit jetzt ein Vorteil bei Fly. Inzwischen hast du auch mit Quinn keine Vorteile mehr. Inzwischen der Viktor da deutlich stärker. Ja, und auf der Botlane tatsächlich Nuclear im Farm vor Arrow. Auch das mag an diesem Trade, den wir eben hatten, gelegen haben. Arrow aus der Lane gedrängt worden, hat sich lediglich das vampirische Zepter leisten können, nicht entweder das Entermesser, was er gerne hätte, für die Klinge des gestürzten Königs. Also macht das gut, Someday. Und man sieht auch schon, er pusht hier durchaus die Lane jetzt rein. Könnte natürlich bedeuten, dass er da gleich roam gehen möchte. Vielleicht nimmt man auch den Herald. Ja, Score ist zumindest auf der Top-Lane. Aber man entscheidet sich stattdessen zurückzugehen. Auch das ist durchaus eine Option, wenn man die Lane eben reinpusht. Er selber kann als Melee-Champion, der ist halt nicht verhindern, dass Soar unterm Turm farmt. Wenn du einen Range-Champion hast oder einen Champion generell mit großer Reichweite, dann kann man durchaus den Gegner am Last-Hitten unterm Turm stören. Ja, denn wenn man die Vasallen schnell beseitigt hat, gibt es ja nichts mehr, ja, was, worauf man sich da konzentrieren müsste zunächst. Nuclear selbst wird entsprechend auf den Essence Reaver gehen. Als spelllastiger AD Carry, den er spielt. Ja, und so resultiert ein kleiner Goldvorteil auf Seiten von Cater Allstar eben bedingt durch die Midlane, durch den Kill, durch den Farmvorteil dort. Wird etwas auf der Botlane aufgefressen. Da sollte man gucken, inwiefern man da gegensteuern kann. Warum ist das Bild schlechter als beim NA-Stream? Erstens, es gab noch keinen NA-Stream, der ist erst morgen. Ja, und zweitens, EU und Korea sind zwar andere Produktionen, das heißt auch ein anderer Klient. Fragen über Fragen. An sich aber schon deutlich besser als letzten Split, wenn man das mal vergleicht. Na, schaut euch einfach mal die alten VODs an. Von daher eine deutliche Verbesserung. Nicht nur eben bei uns. So, Hani gegen Nuclear. Kriegen wir das Auspeitschen rausgeholt. Und ja, auf der Midlane. Flawless kommt nicht dazu, irgendwie seinen Cocoon Fly zu platzieren. Ja, Thor selber arbeitet gerade fleißig auf den Stab der Zeitalter hin. Inzwischen im Farm auch wieder vorne. Und zwar deutlich, Sassin hat Gleiset Flash wieder, kann aber rauslaufen, hat sein Flash wieder, kann aber rauslaufen, weil die Ulti, das ist halt die Sache, Viktor hat ein unglaubliches Burst-Potenzial und da ist es eben nicht gelungen, zunächst sich einen Vorteil zu bearbeiten in der Frühphase, was auch an den Gank gelegen haben mag. Ja, und wenn man einfach laufen lässt hier unten auf der Botlane, dann hat natürlich Nuclear immer wieder die Chance, auch auf diesen Turm zu pushen, der da auch nicht mehr viel Lebenspunkt hat. Also bisher auch ein sehr passives Spiel. Ich meine, gerade Katie Rollstar hat nicht so viele Möglichkeiten, da aggressiv zu werden, außer eben, wie gesagt, durch Score. Aber letzten Endes sind sie ein sehr skalierendes Team. Im Late Game werden sie den Vorteil gegenüber Svenu haben, zweifelsohne. Und von daher ist es für Katie Rollstar vollkommen in Ordnung, wenn sie ja einfach nur farmen können, wenn das Spiel einfach nur läuft. Ja, Fiora, es sind 20 Farmen, ja. Auf der Botlane ist es auch ein Unterschied. Afiara wird später eh stärker sein als Lissandra. Klar, es ist jetzt nicht ganz optimal, aber das war zu erwarten. Na, weitere Fragen natürlich im Chat. Wieso wird die LCS auf Patch 6.1 gespielt und LCK auf dem alten? Der Grund ist einfach, die LCK hat schon früher angefangen als die LCS. Von daher gab es dort diesen Patch 6.1 so noch nicht.
Und man kann ja schlecht mitten in der ersten Woche auf einem anderen Patch wechseln. Da muss man schon den Spieltag abwarten. EU-LCS hat halt die Sache, da werden spielen alle Teams einmal an einem Tag, weil eben noch nur Best of One gespielt wird, während in Korea schon seit jeher Best of Three gespielt ist. Und du kannst keine 5 Best of Threes am Tag spielen. Kannst du schon, aber das würde ziemlich lange dauern. Jetzt der Trade-Score ist da, der Hook auf Secret und der wird abgeräumt. Flash auch wieder raus, hat nicht geholfen. Und damit hat man den Kill jetzt auf Arrow. Sehr schön gemacht, also Score. Gerade derjenige, der Katie Roadster hier nach vorne bringt sogar. Und das wird im Late Game eben nicht besser für Spenu. Na, schaut euch mal das Team an. Was einen Victor allein im Late Game an Schaden noch macht. Ja, und damit kann man diesen Farmnachteil auf der Botlane auf jeden Fall. Oder dem Farmnachteil entgegenwirken. Nicht ganz ausgleichen, aber hey, die 5 Last Hits oder so. Ja, jetzt noch die Toplane und dann würde bei Katie Rollstar alles perfekt laufen. Immer schon fleißig gepinkt. Fiora eben gesehen oben. Klar. Und was willst du da machen? Stab der Zeitalter fertig für Saw. Somdir selbst wird auf die Hydra gehen. Aber wie bereits erwähnt, Someday, eben einer der besten Toplaner. Dass er im Farm hinten ist, ist eben selten, aber durch das Matchup bedingt. Ja, ansonsten sind das hier durchaus gute Farmwerte. Wenn man überlegt, 16 Minuten jetzt, fast 160 Farm bei Fly. Ähnlich sieht es bei Nuclear aus. Aber jetzt ist Flawless dabei gegen Someday, der Flash Ripple. Und das reicht. Flawless kann hier Fiora kaputt ballern. Und Someday kommt nicht rechtzeitig raus. War hier sehr aggressiv. Und das ist halt die Sache. Eine Elise mit dem Ripple, auch mit dem Kokon, ist sehr, sehr stark von den Gangster. Deswegen nicht umsonst ein sehr beliebter Jungler. Das sind selber gerade zeigt sich da im Ward. Wird gesehen, also mega die Überraschung für Fly da also gegen zu steuern. Hat auch da den Pink Ward unten, also weiß über alles Bescheid. Trotzdem sagt sich Sassin, Kerngedanke ist rein. Denn Flawless ist zur Stelle. Fly unterwegs. Jetzt hat er den Burst noch raus. Und er nimmt ihn beinahe noch mit, aber auch nur beinahe. Sassin da fast schon mit dem Solo-Kill. Allerdings darf man hier die Einwirkung von Flawless nicht vergessen. Ja, Spenu schlägt zurück. Also jetzt 2 Kills binnen kürzester Zeit. Ja, und das müssen sie auch. Sie müssen mit diesem Team da früher aktiv werden. Sie werden schwächer im Late. Ja, vor allem zum Beispiel auch eine Lissandra oder so später, wenn alle eine QSS haben, wird es dann schwieriger, jemanden zu bekommen. Jetzt erstmal der Trade gegen Arrow. Akani dazwischen sorgt für den Peel. Man ist dran. Secret, eine ganze Menge Schaden, aber Nuclear kann Arrow aus dem Weg räumen. Ja, immerhin noch mit der Kalister-Ulti gerettet den eigenen Supporter. Da war ein bisschen zu gierig gegen Secret. Jetzt Saw im Busch. Ah, weiß nicht, ob er da rein soll. Der hat die Ulti. Ja, schaut, also an sich eher eine schlechtere Ausgangslage, zumal Sam, der jetzt auch die Hydra fertig hat. Von daher sollte Saw dann nicht in den Trade reingehen. So, jetzt allerdings mit Sassin zusammen soll das möglich sein. Und da hat man es auch hinbekommen, sich den Kill hier zu sichern. Also Spenu jetzt 4-2 im Gold vorne erstmalig in diesem Spiel. Sind jetzt mit Ausnahme der Midlane auf jeder Lane vorne. Ja, und Sassin angelt sich hier den Support, aber Fly sagt, ich burst dich um.
Und Score kriegt auch nochmal ein Stückchen vom Kuchen ab. Assassin da etwas zu offensiv im gegnerischen Jungle unterwegs gewesen. Hat direkt drei Mann gegen sich, die dem Thresh zu Hilfe kommen. Ja, und sofort nochmal den Drachen hinterher. Ist im Übrigen der erste Drache des Spiels, 19. Minute, sehr spät. Aber es war ja noch nicht so sehr ein Spiel der Rotationen, also eher mehr der Gangs, dass eine Quinn natürlich mal angedüst kommt. Damit ist zu rechnen und die Jungler, aber die Botlane beispielsweise hat noch nicht so sehr ihren Posten verlassen, mit Ausnahme von Achani, der immer wieder auch auf der Toplane oder der Midlane zu sehen ist. Ja, das sagend sehen wir Nuclear jetzt mal langsam Richtung Midlane. Ja, Türme ist hier das Stichwort. Spenu hat schon einen. Kate Rolster braucht noch einen. Das ist ein 1000 Gold Unterschied. Das ist nicht viel. So gesehen ein offenes Spiel, aber Kate Rolster wird damit leben können. Also das Damage-Potenzial im Late ist unglaublich stark. Beide Teams haben nicht wirklich etwas Tankiges im Gepäck. Ja, bei Elise geht es natürlich so langsam los, jetzt mit dem Aegis etc. Aber Spenno, ja, jetzt mit dem zweiten Turm noch. Und da kann Someday gar nicht rechtzeitig da sein. Theoretisch ja mit dem Teleporter, aber der Turm wäre wahrscheinlich trotzdem gefallen. Immerhin auf der Botlane ist Arrow dabei, sich jetzt um den ersten Turm für sein Team zu kümmern und sollte diesen dann auch bekommen. Gleichzeitig allerdings der Roam jetzt auf die Midlane. Fly zieht sich dabei zurück, muss den Turm da freigeben, hat seine Ulti auch schon wieder oben, um diese einzusetzen. Score kommt dazu und von daher das Ganze sicher. Arrow jetzt genauso auch sicher den Turm. Wusste, er kann da bleiben, denn man hat ja gesehen, dass hier Spenu sich momentan auf der Midlane aufhält. Er gibt sofort den Geist, um zu sehen, okay, Flawless und Source sind runtergekommen. Steht er nämlich sehr offensiv und jetzt von Narani mitten rein, da mit dem Flash. Trifft den Hook nicht, dafür aber das Auspeitschen. Repel und Score geht der, genauso wie Fly, der Laser. Und dann bekommt Score hier tatsächlich nochmal den Pfeil drauf. Und Flawless hat dort keine Chance. Schön gespielt, auch mit dem Lockvogel quasi Arrow dort unten. Das Team quasi in den Rücken gefallen. Der Midlane Tower steht noch, deswegen auch sehr offensiv im gegnerischen Jungle. Es gibt es Niedermähen schnell, um die Vasallen aus dem Weg zu räumen. Aber noch sind dort die Caster Minions und damit den Turm dann auch aus dem Weg räumen. Katie Rolster dreht gerade auf, der nächste Turm auf der Toplane. Durch die Tatsache heraus, dass Soar unten auf der Botlane unterwegs gewesen ist, schafft er es nicht rechtzeitig hin. Selbst Quinn ist nicht schnell genug, um diesen Turm dann zu verteidigen. Und plötzlich steht es 3-2 in Türmen für Katie Rolster und plötzlich sind sie wieder vorne im Gold. Das ist einfach dieses Vella-Taxi. Ja, schaut euch mal die Minimap an. Ja, was soll man dazu sagen? Assassin ist überall. Nur allzu sehr hat man davon nicht mitbekommen. 1-2-1 sind jetzt nicht die allerbesten Stats. Damit gewinnst du nicht den Preis für die beste KDA am Ende der Saison. Aber das Spiel ist auch gerade mal 23 Minuten jung und eben, wie bereits erwähnt, noch ausgeglichen. Aber man wird die Quinn auf jeden Fall brauchen, auch in puncto Split-Pushes. Später, wenn die Fiora stark wird. Und davon gehe ich aus. Also, das haben wir jetzt zwar schon 2 Tode, ehrlich gesagt. Und nicht den allermeisten Farmen. Aber wer letzte Saison Korea verfolgt hat, weiß, was Someday für ein Potenzial hat. Von dem er noch nicht allzu viel zeigt, aber das mag eben auch darin gelegen haben, dass er
das schwächere Lane-Duell hatte. Score jetzt gegen Sassin. Sassin hat da gewartet, aber Chani ist zur Stelle. Sofort gibt es Laterne angeboten, aber dann kommt der Teleport. So von oben zusammen mit Secret und dem Flash. Dann drauf von Vince. Komm, bekommt gleichzeitig den Teleport drüben. Kind und Ultimate schon mal rausgehauen. Will am Leben bleiben drüben. Platz das Sassin weg. Score lebt immer noch. Und jetzt kommt Sunday. Will hier mit aufräumen. Ist dran an Secret. Und der wird komplett weggesäbelt. Schneidet sich so ein Schreibchen Troll ab. Dazu der dritte Kill. Drüben Flawless aus dem Weg räumt. So, Flash da nicht, sondern nutzt sein E, um an den Turm zu kommen. Und Katie Rutzer macht 3 Kills binnen kürzester Zeit. Das Score, das überlebt hat, ohne Flash zu zünden, ist stark und vor allem auch seiner Ultimate zu verdanken. Das unterschätzt man gerne mal gegen Kindred. Und das wird hart bestraft. Also Spenu wollte hier offensiv drauf und jetzt kostet das womöglich, ja, 2 Türme nicht, aber den Tier 2 Midlane-Turm, da ist Samde gut dabei und ich denke, diesen wird er nicht ganz bekommen können, steht da zu lange. Spenu ist da und da kommt Samde erstmal nicht mehr raus, 1-3 steht er. Aber knapp, hätte sich vielleicht dann doch lieber noch entscheiden sollen, da er sowieso stirbt, den Turm auch gänzlich einzureißen. Das hätte funktioniert, er hätte den Turm wahrscheinlich bekommen. So hat er den Mittelweg probiert. Das hat nicht geklappt. Ja, und sofort Svenno wieder. Also es geht hier wirklich hin und her. Jedwede Aktion wird sofort bestraft auf diesem so hohen Level. Und vor allem auch in Anbetracht der Spielzeit, die zurückgelegt ist. 25 Minuten sind wir über die Laning-Phase hinaus. Wir sehen die Situation zunächst nochmal. Will hier drauf was Score. Sofort der Teleport. Ganz wichtig gewesen. Score bleibt in der Ultimate eben am Leben. Kann sich da rausschlawinern. Und was wir eben nicht sahen, Fly von oben mit dazu. Nuclear, sofort gibt es halt die Ultimate. Heal ist gezündet worden, aber Flawless hat da weniger Glück. Steht mittendrin im Getümmel. So, Score jetzt wieder gegen den Supporter, gegen Secret. Reicht aber nicht, ihn aus dem Weg zu räumen. Ja, da sichert sein Team ab. Dennoch gut kassiert. Und jetzt wird hier in Richtung Baron schon so langsam gepinkt. Sunday allerdings ohne Teleport. Ist es unwahrscheinlich, dass sie da jetzt Richtung Baron gehen, solange Sunday da unten ist. Sie versuchen natürlich so ein bisschen zu locken, Spenno. Sie müssen quasi auf die Bedrohung reagieren. Denn wenn sie es komplett ignorieren sollten, kann Kate Rotha selbstverständlich den Baron nehmen, wenn sie alleine gelassen werden. So aber jetzt erstmal kann Sunday Spit pushen, obwohl er gar keinen Teleport zur Verfügung hat. Kann die Lane reinpushen, kann den Turm mitnehmen. Beziehungsweise den Turm unter Druck setzen. Sorry, der Turm war schon weg. 4000 Gold damit der Vorteil. Ah, sie müssen halt aufpassen. Also sie haben 2 Tier 2 Türme schon verloren. Lediglich einer auf der Top Lane wartet noch. Und das setzt natürlich Spenu schon deutlich unter Druck. Also man sieht es eben, mit den späteren Spielphasen wird Katie Roadster stärker, wird auch eine Fiora stärker. Aber besonders Score, aktuell ein sehr gutes Spiel. 3-0-4 an jedem einzigen Kill beteiligt bisher. Ist auf Kindred sehr stark, wie wir gesehen haben. Und ja, vielleicht war es nicht die beste Entscheidung, Flawless Elise über Kindred zu setzen. Niemand anderes kann gerade eine 100%ige Killbeteiligung von sich behaupten, in diesem Spiel zumindest. So, jetzt mit der Kralle gegen Sunday. Erstmal gut geblockt, aber wie willst du einer Quinn entkommen?
Da ist der Rabe die ganze Zeit auch am Start. Sunday kann nicht anders als drauf zu gehen. Zeit zu schinden, sofern möglich. Denn Caterus ist dabei, jetzt um den Barrel zu gehen. Der Teleport kommt damit in Unterzahl. Scoren schon nicht mehr viel Leben. Das sieht er wieder auf Arani. Mit drauf und dann ist Scoren mit dabei. Das ist natürlich bitter. Flash raus. Scoren mit der Kindred Ulti versucht aber möglichst viel Schaden zu machen. Kann den Kopf tatsächlich nochmal drehen. Hat viel Schaden gemacht, aber niemand hat aber bekommen. Immer noch in Unterzahl. Fly jetzt offensiv rein mit dem Flash. Will's wissen. Scoren kommt aber raus. Aber der Laser kann Flawless vernichten. Und damit hat man hier tatsächlich nochmal Kill abgeräumt. Trotzdem drei Mann verloren. Okay. Rollster, die sind tatsächlich jetzt diejenigen in Unterzahl, die aggressiv sind, die sich da behaupten können. Also das hätte hier deutlich schlimmer enden können noch. Ist es aber nicht. Da sieht man einfach mal, wie viel Schaden dieses Team macht. Im Prinzip, bis auf Thresh ist ja alles hier eine absolute Schadensquelle und eine riesige Bedrohung. Allein den Itembild, da denkt man schon fast, man wäre in Solo-Queue. Ja, wer braucht defensive Items? Niemand. Niemand, niemand, tralalalala. Ja, vollkommen überbewertet. Im gegnerischen Team natürlich auch sehr viel Bedrohung am Start. Allerdings Flawless eben der defensiv baut. Secret, der Tanky ist. Eine Minute noch bis zum nächsten Drachen. Also Caterer ist da momentan das Spiel unter Kontrolle. Und ich meine, man sieht's ja, dass sie überhaupt den Baron bekommen haben. Ist Wahnsinn. Flash jetzt weg, aber wieder das Problem gegen Quinn. Wieder Sunday gegen Quinn. Der kommt da nicht weg. Und dafür sein Team. Also es reicht hier offensichtlich, Quinn wegzuhalten. Dafür sind sie zu viert. Dabei jetzt einen Inhibitor mitzunehmen, haben den Baron, haben den ersten Inhibitor. Oh oh, sie sind in Unterzahl. 30 Sekunden noch, bis Sunday hinzukommen könnte mit dem Teleport. Aber man hat ja zum Glück einen Thresh im Team, der mit der Laterne die Leute auch abholen kann. ...1-5-1 steht da im Übrigen, Sunday. Aber es reicht eben. Also, ich meine, klar, nicht der beste Start gewesen. Sicherlich auch nicht sein stärkstes Spiel. Da haben wir schon ganz andere Aktionen von Sunday gesehen. Gar keine Frage. Dürfte er selber nicht mit zufrieden sein. Aber nochmal zur Erinnerung, er hatte ein schwaches Lane-Matchup. Und jedes Mal, wenn Sunday gestorben ist, hat sein Team auf der komplett anderen Kartenseite irgendein Objective geholt. Vorhin den Baron, jetzt einen Inhibitor. Das sind 3000 Gold. Das ist immer noch drin fürs Benno. Die sich hier im Übrigen gut verkaufen, gar keine Frage. Sie sind der Underdog. Sie haben das Low-Budget-Team. Aber sie wehren sich. Und sogar mehr Kills einstreichen können. Aber diese sind nicht unbedingt der Garant dafür, dass man ein Spiel gewinnt. Ja, Assassin ständig unterwegs, das ist natürlich möglich. Ja, muss man. Aber ich meine, letzten Endes, man ist zwar schnell mit Quinn, aber man hat immer noch keinen Teleport. Wunderschöner Hook auf den Vasallen. Jetzt gibt es nochmal das Niedermähen. Ja, es gilt, diesen letzten Tier-2-Turm zu verteidigen.
Nastassin kann ja da in die Flanke fallen. Dürfte natürlich auffällig sein. Nicht mehr gesehen. Jetzt müssen sie kämpfen, denn unten der Inhibitor ist natürlich offen. Die Vasallen pushen rein. Schnell nochmal ins Sonias. Und da ist jetzt schon einiges verbraucht worden auf Seiten von Spenu. Flash, Dissandra Ulti nicht mehr zur Verfügung. Nidamin ebenso. Ganz wichtige Tools. Sie können eigentlich so dann nicht ganz kämpfen. Vor allem Sassin, der zurück muss, um den Nexus-Turm zu verteidigen. Der hier höher priorisiert wird. Selbstverständlich als der Tier-2-Turm, welchen man eben aufgeben muss. Hätte dieser Engage geklappt von Zor, dann hätte man vielleicht hier den Turm verteidigen können. Hat er aber nicht. Und so ist Kael'thas da weiter oben auf. Ja, eine Minute noch, dann wäre der Baron wieder zur Verfügung. Also Kate Roadster versucht das Ganze jetzt möglichst kontrolliert herunterzuspielen. Na, das haben der jetzt auch die Hydra gewechselt noch. QSS eben. Ja, das ist das, wovon ich gesprochen habe. Es ist halt genau das Problem. Ja, du willst, Spenus Komposition wird eher schwächer. Auch dadurch, dass zum Beispiel die Lissandra gekontert wird durch Items wie die QSS. Eins, fünf, eins, ne? Ein gutes Sunday. Aber gut. Interessant ist auch, dass Zor sich nach Stab der Zeitalter, den man natürlich als erstes bauen muss, stackende Items, immer als erstes Zonias Core-Item, dann noch das Anrecht der Frostkönigin geholt hat, also dann noch die Mana-Regeneration mit dazu. Ich meine, es ist auf dem 524er-Patch eben noch ein sehr starkes Item. Gibt dir nochmal zusätzliches Gold. Eigentlich ein Item, was man sonst etwas eher erwartet hätte, sicherlich. Oh, Sassin da gegen Arrow. Das sollte natürlich nicht passieren, wenn die Quinn da an den AD Carry rankommt. Von 300 zu 400 Farm auf der AD Carry Position ist allerdings ein riesiger Unterschied, muss man sagen, auch wenn es jetzt nicht mehr so viel macht. Someday halbe Leben schon weg, allerdings bekommt man Flawless zunächst mit dem Repel. Kommt er nicht mehr weg. Flawless bekommt ihn. Flash mal raus. War knapp, aber nicht genügend. Der hätte noch einen Tick gefehlt. Ja, und das ist natürlich bitter, wenn jetzt der Jungler 45 Sekunden noch weg ist und man hier den Baron angeht. Natürlich viel Leben haben sie nicht mehr. Sie müssen in Unterzahl was machen. Können dann natürlich das Ganze nicht ignorieren. Aber Fly mit der wunderschönen Ultimate auf drei Mann drauf. So, von hinten wird angegangen. Natürlich das restliche Team weggedrängt worden. Das ist die Kindred-Ulti. So, heilt sich mit seiner eigenen Ultimate nochmal ins Sonias rein. Der Hook erneut auf Secret. Die nehmen sind sie am Start. Samir räumt nach links auf. Hat die Victory auch noch hergestellt. Damit ist der Heal da. So, hinten abgeräumt von Score. Und jetzt geht's gegen Secret und Nuclear zu zweit. Jetzt knappe Kiste, aber sie schaffen's. Sie haben das Ace. Entscheidet natürlich die Szene, dass Flawless gefehlt hat. Damit der Kampf in Unterzahl. Victory Zone aufgebaut. Someday hier war er sehr wertvoll in der Szene. Und plötzlich von 1-5. 1-5-1 geht es auf 4-5-3 hoch. Da hat er jetzt geglänzt. Man sieht, wie stark ein Fiora sein kann. Und natürlich auch Fly gegen 3 mit der Ultimate. Der Laser ist das Team quasi schon tot, bevor der Kampf losgeht mit dem Flash drauf. Zor da rein. Man hat sich hier liebevoll um ihn gekümmert. Damit erstmal alleine gegen 4, bis Secret dann dazukommt. Überlebt noch sehr lange. Und dann Someday eben mit der Victory Zone. Zor drüben von Score abgeräumt geworden. Und dann dieses 2-1. Wunderschönes Play hier, Someday. Da sieht man, wie mechanisch stark er da ist. Plötzlich der Triple Kill. Und jetzt ist Score dran an Flawless. Ja, und ich sehe es natürlich auch, Spenu schwimmt im Geld. Die haben offensichtlich den Lotto-Jackpot plötzlich gewonnen. Flawless wieder aus dem Weg geräumt. Ist natürlich ein Anzeigebug, gar keine Frage. Sassin läuft da um sein Leben.
Da könnt ihr mal einen Screenshot machen, Hashtag LCKGA. Ja, die haben offensichtlich, der Powerball wurde ja geknackt, dieser Milliarden-Jackpot in Amerika. Jetzt wissen wir, wer es gewonnen hat. Geht ans Team Spenno. Baron genommen für Katie Rollstar. Und naja, gut, ich meine, letzten Endes, was ist eigentlich der wahre Goldstand? Kann ich mal rechnen? Ja, fest steht, Katie Rollstar ist vorne. So viel kann man sagen. Drache auch nochmal mitgenommen, auch der dritte, nochmal mehr Lauftempo. Ja, holt mal jemand den Taschenrechner raus, ich meine, letzten Endes, ne? Die Kills, die Last Hits. Man müsste nur wissen, wann er die Frostkönigin dazu geholt hat. Aber gut. Jetzt passt wieder. Sind 6000 Gold. Inhibitor wieder aufgebaut, aber nur für kurz. Direkt wieder eingestürzt. Und natürlich geht es jetzt sofort zum nächsten Baron Powerplay, nennt sich das Ganze. Die anderen Lanes nach vorne bringen. Die Top-Lane momentan für Spenno gar nicht mal so schlecht dabei. Aber man muss auch denken, auch die Vasallen snowballen. Ja, es ist mit dieser Kombination auch sehr schwer, so zurückzukommen. Der Hook auf Flawless mit dem Repel erstmal hoch. Es geht ran! Score frisst eine ganze Menge Schaden. Der Block tatsächlich nochmal beim Orsius. Aber dann schafft man es tatsächlich nochmal rauszukommen. Nuclea hochgeworfen. Someday ist ran. Säbelt hier nochmal komplett durch. Die gute Fiora. Und dann Assassin mitgenommen. Und sogar noch gegen Secret. Lediglich Error hat ins Gras gebissen. Vier Mann aus dem Weg geräumt. Spenno nur noch mit einem einzigen Troll im Team. Und wir wissen, Trolle gewinnen keine Spiele. Nein, das sollte es gewesen sein. Sobald die Vasallenwelle da ist. Geht's gegen den Turm. Aber das sollte reichen. So schnell wie das geht. Ich meine, ihr seht's ja. Hook geht nochmal daneben. Dann mit dem Auspeitschen. Immerhin, alle wollen nochmal drauf. Alle wollen nochmal eine Scheibe abhaben. Und dann mit dem Hook. Ist es da, das Ace? Nochmal schön die KDA verbessert. Und damit ist es da, das 1-0. Wie gechillt er da sitzt, Arrow. Ja, das ist verdient, kann man sagen. Ja, Spenno sicherlich ein wenig enttäuscht. Sie haben sich gut verkauft in der ersten Hälfte des Spiels. Dann allerdings eingebrochen, was zum einen natürlich an der Teamkomposition gelegen hat, also hier in der Pick- und Bann-Phase. Aber Katie Rollstar an sich ja auch eher in der Favoritenrolle an sich als das bessere Team gehandelt. Insofern, ja, wenig überraschend. Dennoch, vielleicht sehen wir endlich auch mal ein drittes Spiel in einer Serie. Wir bleiben gespannt. Und warten. Jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause und dann geht es weiter eben mit Korea, mit der LCK. Wir haben aber noch ein zweites Best of Three im Anschluss, solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Zunächst entlasse ich euch eine kurze Pause, davor aber.